Kreativität, Geschicklichkeit und Wissen waren die Topics für jede Menge Kunst, Spiel und Spaß beim Euratsfelder Kinderfest. Naja, wir haben gesagt, es wird immer was für die Erwachsenen gemacht. Und dann ist uns der Gedanke gekommen, machen wir was für die Kinder, wo die Kinder im Vordergrund stehen und nicht immer nur so eine Nebenerscheinung sind. So durften die Kinder ihr Wissen bereichern und in den Handwerksberuf des Drechslers hineinschnuppern. Auch die Schmiede wurde zum Tatort. Am offenen Feuer wurde Eisen zum biegsamen Material und vielfältig verformt. Den Klettertouren finde ich auch sehr cool. Weil es so schöne Spiele gibt. Weil ich bei meinem Cousin schlafe und die waren halt hergefahren und dann bin ich auch hergefahren. Nämlich mit diesen Seifenblasen, solche großen Seifenblasen machen, weil die haben wir daheim nicht. Spaß macht. Wir haben uns entschieden, wir machen das Kinderfest ab 3 Jahren. Wir probieren, dass wir die 3-Jährigen schon einbinden und ich sage jetzt einmal so 11-, 12-Jährige ist auch noch interessant. Die Kreativstation hat als Werkzeug den Malstift parat. Zur bemalbaren Unterlage wurden T-Shirts. Der Ball wurde zum Gegenstand der Geschicklichkeit. Hier an der Torwand haben sich nicht nur die Kinder austoben dürfen, sondern auch die Erwachsenen probiert und getroffen. Auch wir vom M4TV haben ein kleines Studio aufgebaut und den neugierigen Kids eine kleine Fernsehstunde, bei der sie selbst die Moderatoren waren, geboten. Dieses Jahr haben wir mehr Berufe zu einbinden. Wir haben heuer erstmalig einen Schmied bei uns, einen Drechsler. Beim M4TV tut die Medien präsentieren und die Rettung und die Feuerwehr wollte man noch ein bisschen mehr einbinden und darum haben wir heute eine super Übung angehalten, wo wir auch die Arbeit der Feuerwehr und der Rettung ein bisschen präsentieren können. Dazu gehört eine Einführung in die Erste Hilfe genauso wie eine Fahrt im Feuerwehrauto mit Blaulicht Richtung Einsatzort. Im Feuerwehrauto sind wir bis zum Kreisverkehr runtergefahren, das war voll cool. Das Go-Kart fahren, die Seifenblasen. Das M4-Video, Ponykreten, dann klettert. Ich würde mal sagen, der Kletterturm. Und da ging es richtig hoch hinaus. Dies lässt zwar nur einen Blick ins Land hinein zu, aber wir riskieren einen Blick in die Zukunft und freuen uns auf die 2016er Auflage des Euratsfelder Kinderfestes.
Die Haupthelfer, also die Organisatoren, das sind vier Familien. Vier Familien haben sich zusammengesetzt, was machen wir alles. Und die Helfer sind aus unserem Bekanntenkreis, Nachbarn, Freunde, die helfen uns dann da dabei.